halte fest, Sie bleiben dabei, dass Sie die Wohnung in der Kundratstraße 47 nur als Zweitwohnung für sich selber angemietet haben und dass Sie keinerlei Kenntnis über die sich dort befindenden Personen gehabt haben. Wir wissen, dass es mindestens 10 Menschen gewesen sind. Illegale Flüchtlinge? Okay, wir wissen auch, dass Sie an einer Organisation beteiligt sind, die, sagen wir mal, sehr konsequent vorgeht. Sie bringen Flüchtlinge über die Grenzen. Wir helfen Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, ja? Ja. Aber einer von denen ist vor nicht einmal 3 Stunden umgebracht worden. Da, erstochen. Und von den anderen fällt jede Spur. Was, der Novak hat denn noch immer... Sag mal, das gibt's ja nicht. Herr Unger, Sie sitzen hier nicht als Zeuge. Sie sitzen hier als Verdächtiger. Wir unterbrechen die Vernehmung für 4 Stunden. Es ist Dienstag, der 23. Juli 2016, 19.11 Uhr, Oberstleutnant Helmut Novak. Herr Unger, ich verstehe Sie nicht. Schauen Sie, wie sehe ich genau, wie es Ihnen geht? Sie wollen mir irgendwas sagen, warum fangen Sie nicht an damit? Das dürfen Sie nicht, Sie haben die Vernehmung unterbrochen. Sonst schalten Sie das Gerät wieder an. Ja, ich weiß. Sie als Jus-Student, der fast fertig ist. Ich bin in etwa 4 Stunden wieder bei Ihnen und wollen Sie in der Zwischenzeit keinen Anwalt konsultieren. Die 22 Stunden, die Sie mich hier noch festhalten können, die kriege ich auch so rum. Kollege. Also, damit ich mir auch. Mann, das 4 Stunden. Magst du einen Kaffee trinken, Kollege? Ah, ich verstehe. Der steht da nämlich schon eine ganze Weile. Und? Aber der Novak will nicht, dass man dem Bescheid gibt. Seltsam. Naja, vielleicht ein Party-Gag für den Oberst. Komm. Wäre schon komisch, ha? Fuck. Setz dich. So. Dieser Greg, ist das einer von denen? Willst du die Vernehmung jetzt hier an deinem Schreibtisch? Kollege, es ist alles okay, ja? Es ist alles okay, lass mich einfach. Ronja, darf nichts passieren. Eure Zukunft, da, die sich hier im Häfen. Der spinnt ja komplett. Ich geh raus und druck dem was auf. Na, warte, ein bisschen, warte. Oder lass ihn einfach abschleppen. Sag, was ist denn heute da los? Warte ein bisschen. Hat der da draußen was mit dir zu tun? Ja, ist ja gut. Was mache ich mit dir? So. Ich brauche jetzt eure Hilfe, okay? Es kocht nämlich gleich. Wie kochen? Da kommt der Chef zurück. Na, der kommt nicht zurück, der ist Geisel in seinem eigenen Haus. Und wenn wir uns nicht richtig verhalten, dann gibt's ein Blutbad, versteht ihr das? Also ist das jetzt ernst? Natürlich ist das ernst. Schau aus, dass der die Witze machen oder was? Wir müssen uns so verhalten, dass es nicht aufhört, als hätten wir uns verabredet, okay? Es muss alles zufällig wirken und es muss nicht schnell gehen. Nur weiß ich jetzt nicht wie. Okay. Okay, schön, dann holt jetzt einmal die Westen. Die Waffe. Hör zu, ich habe da eine Zeugin namens Samira. Ja, tu mal zu, Franz. Was? Na, pass auf, die hat den Mörder gesehen. Und sie sagt auch, sie ist gejagt worden von denen und einer war hier in seinem großen Wagen, was auch immer das heißt. Du kommst jetzt auf der Stelle auf die Wache, okay? Und was soll ich jetzt bitte mit ihr machen?
Das weiß ich nicht. Nimm's mit. Alles Weitere sag ich da unterwegs. Otto. Alter, woran liegt's? Du weißt, was die wollen. Die Lage eskaliert da ein bisschen. Jetzt ist es soweit. Was heißt das? Es ist soweit. Barbara ist angeschossen worden. Oder ich brauche noch ein bisschen. Hey, was ist denn da so schwer, jemanden vor die Tür zu schicken, ha? Okay, ich komme jetzt raus mit dem. Sag das dem Arsch neben dir. Ja, geht doch. Soll man nicht doch die Kobra alarmieren? Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr. Matteo, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder meine Kollegen und ich gehen jetzt aus zu dem Typen, versuchen ihn hinzuhalten oder zu überrumpeln. Das bedeutet aber, dass seine Komplizen mit den Geiseln vielleicht ernst machen, oder? Ich mach das. Ich geh raus. Ich mach alles, um Ronja zu helfen und irgendwie gut zu machen, was ich verbockt habe. Ich hätte wissen müssen, dass diese beiden Typen Gangster sind. Okay. Willst du auch? Ja. Franz, was ist? Wir sind in 7 Minuten da. Falls wir da den Stau kommen. Jetzt mach keine Witze, du bist in 5 Minuten da, längstens, okay? Und wenn du kommst, versuch ohne Motor langsam zur Wache zu rollen. Da steht der SUV dahinter, bleibt stehen, okay? Hallo? Ich muss aber trotzdem zuerst an den Typen rankommen. Macht jetzt am Anfang nichts, okay? Klar. Und der Zugriff muss unbedingt gleichzeitig erfolgen. Gut. Du glaubst, du schaffst es. Kein Nutz mehr, okay? Komm, schnell, komm. Ganz ruhig. Die Gefahr ist vorbei.